Leipzig, Thomaskirche. Das alljährliche Bachfest lockt jeden Juni Enthusiasten aus der ganzen Welt nach Sachsen. Sie alle kommen wegen seiner Musik. Wenn man ein Porträt von Bach sieht und das Porträt, was hier in Leipzig ist, dann sieht man einen strengen Mensch. Und ich finde manchmal ein Mensch, der ein bisschen enttäuscht ist. Das Leben war nicht einfach für ihn. Und wenn man die Musik sieht, mit so vielen Kindern, die nicht als Babys, aber als Kind von 3, 4 Jahren alt gestorben sind, ich meine, das muss ein Trauer gewesen sein da zu Hause. Und noch immer, Bach war imstande, vielleicht mit seinem Glauben, aber auch mit seinem enormen Talent, darüber Musik zu machen. Ton Koopmann besucht das Bach-Archiv, bevor er als einer der Höhepunkte des Bachfests die H-Moll-Messe dirigieren wird. Direktor Peter Wollny will ihm vorher noch etwas ganz Besonderes zeigen. In der Schatzkammer des Archivs ist ein bislang unbekanntes Porträt Bachs für kurze Zeit als Leihgabe zu sehen. Im Gegensatz zum bekannt strengen Konterfei präsentiert die Neuentdeckung für die beiden Bach-Experten eine Überraschung. Bach scheint zu lächeln, ist etwas pausbäckig. Die Echtheit des Porträts ist umstritten, aber es zeigt exemplarisch, dass viele Seiten von Bachs Persönlichkeit noch nicht hinreichend ausgeleuchtet sind. Aber hier zum Beispiel ein Bogen. Tohi, bum, pa, bum, pa. Man wieder spielt. Bum, pa, bum, pa, bum, pa. Genauso lässt seine Musik Interpretationsspielraum. Koopmann erwartet sich von den Forschern im Bach-Archiv neue Erkenntnisse zu Bachs Leben und Werk und dadurch zugleich Inspiration. Ja, und wenn man mit Streicher das macht, ja, funktioniert eigentlich gut. Mhm. Aber am Anfang ist es nebeneinander. Mhm. Weil artikulierend mit Streicher ist es nicht. Gilt dies auch für die berühmte H-Moll-Messe, einem der Hauptwerke Bachs? Man lernt auch, wenn man das so oft getan, immer mal wieder bei so ein wichtiges Werk. Und ich genieße immer bei der Hohe Messe, dass es ein Werk ist, wo man vieles nicht weiß. Man weiß nicht, wann es aufgeführt, warum Bach das gemacht hat. Neue Theorien kommen immer mal wieder. Und aber wenn man sieht, wie viele Leute diese Partitur gehabt haben oder eine Kopie davon, und dann einfach zu sehen, dass Bachs Leben da einen Spiegel hat. Die Musik als Spiegel für das Leben dieses bedeutenden Komponisten. Das ist wohl wahr. Doch auch die Erkenntnisse der Bach-Forscher bringen neue Facetten seines Charakters, seiner Lebensumstände ans Tageslicht. Bis heute bewegt er Menschen aus den verschiedensten Kontinenten, jung und alt. Wer Karten ergattern konnte, freut sich auf Ton Koopmanns Interpretation der H-Moll-Messe. Für viele Kenner steckt in der H-Moll-Messe die Essenz von Bachs Musik. Das Leben Johann Sebastian Bachs wird noch vielen Forschergenerationen schwierige Aufgaben stellen. Doch mit neuen Zugängen, wie dem Matrikelbuch der Thomaner, ist es gelungen, ihm ein Stück weit näher zu kommen. Thank you.
Ton Koopmann konnte das Publikum in der Thomaskirche begeistern. Seine Interpretation, ein hervorragender Chor und die Bach-erfahrenen Instrumentalisten des Amsterdam Baroque Orchestras werden vom Publikum gefeiert. Bach lebt, auch im dritten Jahrhundert nach seinem Tod.